um so vorne zu bleiben. Das ist nachher auch ein Scheiß. Wenn du doppelt tust, ja. Du musst disqualifiziert werden für 3 Doppel. Aber wenn du sie aufsparst, kannst du sie am Schluss einfach auch so einsetzen. Bei ihm hat es doch 3 Doppel gegeben. Ja, und nachher hat das Fabi gekommen, er macht es jetzt nicht, weil ich auch nicht will, dass er ausscheidet. Ja, es war ja ein Mega-Doppel gewesen. Da haben wir alle gefragt, was meint ihr. Dann ist er noch zu den Fighters gegangen. Und am Schluss hat er nachher einfach gesagt, mach es nochmal. Und dort bin ich nämlich nicht rausgekommen. So viele Leute fragen, was das soll. Ja, aber ja. Ich glaube, wir müssen uns überlegen, aber ich finde, wenn du die Regeln so machst, das wird so einhalten. Und es war auch ein bisschen blöd, weil der andere ist ja nur gesehen. Also er hat noch nicht so viel Erfahrung. Aber dann haben wir so Attacken gemacht, die einfach sehr top cool. Das ist halt häufig um rein. Und da kann er schon nicht so viel dafür. Davis. Wer ist der jetzt noch drin? Ich glaube nicht so viele Leute. Und die zwei und der Colin. Ah, der Colin. Ja. Ihn habe ich eben schon letztes Jahr geschlagen und auch dieses Jahr. Der Typ. Nein, er ist also noch drin, oder? Was? Das ist der Doch, er ist glaube ich auch noch drin. Doch, oder? Ja, so wie der Maske dran hat. Ich kann mich schon viel zu gut. Das ist einfach der Kampf der Handtreffer. Ich finde es einfach easy, weißt du, so Handtreffer und so, ein Punkt und das erste 2 Punkte. Da kannst du eigentlich recht, wenn zweimal zwei die, Punkte die Abstufung finde ich gar nicht so schlecht, die wir im Gathering haben, mit 1, 2 und 3 Punkten. Also, was ist noch 3? Was ist 3? 3, weißt du, wenn du einen sauberen Kopftreffer oder einen sauberen Torso-Treffer. Und dann haben 1 und alles andere 2. Haben wir, glaube ich, mal vor ein paar Jahren mal gehabt. Aber das ist halt schwierig als Judge. Und nach einer